Menno. Hier kann man nicht mal meine Augen sehen. Nur ganz gleich. Nur ganz gleich. Nur ganz klein. So, jetzt hier mal wieder ein bisschen auch mehr labern. Ich war jetzt gerade ein bisschen zu. Moonwalk. Entschuldigung. Wir nehmen das Spiel ernst. Fix, 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 fix. Na Mann. Ich möchte, dass die mal, wenn die aufeinander sind, hochfliegen. Ehrlich. War hier noch irgendwas? Noch eine dritte Kiste oder sowas? Nee, ne? Ach, das Schießgewehr. Krummel, krummel, ehrlich, ey. Wie. Jetzt haben wir beide da. Ich komme aber halt auch nicht da hoch, dass ich halt sagen kann, hier, ich halte an einen oben fest. So, einen nehme ich mal wieder mit. Warum ist eigentlich immer in die Richtung mache, ey? So. Jetzt muss ich halt nur darüber kommen. Wäre ich jetzt auf der anderen Seite geblieben, dann hätte ich jetzt nicht das Problem. Knarr! Nein, bleib hier unten. Na, jawohl. Warte. So. Ich weiß nicht, was ich mir davon verspreche. Nix. Rein gar nichts. Und hier hinten in der Ecke, wo ich traurig war, ist nix, ne? Oder? Naja. Hier siehst, man sieht halt hinten dann noch den Reifen. Ich fliege halt nicht da hoch. Ist deprimierend. Ich würde da gerne hochfliegen. Aber müsste die Kiste das jetzt nicht neu aktivieren? Warte mal. Wieder mal ein Rätsel, wo ich gerade nicht weiter weiß. Etchi Betchi. Hält sich aber auch nicht dran fest, ne? Könnte das sein? Nee. Der hält sich nicht dran fest. Bringt das was, wenn ich mehrmals aufspringe vielleicht? Ich komme da nicht ran. Wir sind einfach zu klein. Mist, ey. Was mich halt auch verwirrt, ist dieser Weg nach rechts hier noch irgendwie. Sieht so aus, als wäre hier noch irgendwas, aber irgendwie ist da nichts. Das hier bringt mir nichts. Wenn ich da nicht hochkomme. Wisst ihr was? Das ist jetzt hier das. Das bringt jetzt gerade nichts, wenn ihr mir jetzt hier weiter zuschaut, wie ich immer wieder diese Kisten hochfliegen lasse. Ich mache jetzt hier mal kurz einen kleinen Cut und sobald ich die Lösung gefunden habe, sehen wir uns wieder. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und ja, ich habe jetzt nochmal irgendwie gut eine Viertelstunde etwa ein bisschen rumgedoktert. Und dann bin ich doch auf eine Lösung jetzt endlich gekommen. Passt auf. Ich hatte recht, dass das hier rechts echt eine Rolle spielt.
Aber passt auf, sage ich hier. Wahrscheinlich habt ihr schon nichts rausbekommen und ich hocke hier bloß die ganze Zeit herum. Wir müssen das Ding hier rüberschieben und während das runterrollt, springen wir hier rüber, stellen uns einfach gemütlich hier drauf und warten, bis das Ding aktiviert. Also bis die Kiste den Schalter so zack rüber, Kiste kommt mit und schon wäre das Problem gelöst. Mann, 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 echt cool, geil, gefällt mir. Ganz großer Fan von. So, und jetzt können wir endlich hier. Was war das jetzt? Du sollst da hoch und dich nicht hinlegen. So, damit wäre das auch geschafft. Weiter geht's. Wo? Ah! Was? Och, schön. Och, ist das nicht nett. Schmeiß dich dran, schmeiß dich dran. Wahrscheinlich brauchen wir noch diese. Ah, wozu bräuchten wir eine zweite Kiste, überlege ich gerade. Warte mal, bevor wir uns hier drum kümmern, dass wir diese Kiste auch noch hochbekommen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wozu bräuchten wir die? Mir fällt nicht mal jetzt gerade auf, wo wir lang gehen könnten. Hier irgendwo? Ey, das ist echt deprimierend gerade. Jetzt muss ich echt sagen, ich. Also ich hole die Kiste jetzt einfach mal hoch, weil ich es kann. Ich glaube, ich kann es. Obwohl, schaffen wir das? Nee, das schafft man nicht. Okay. Wie, Mann. Ich kam jetzt hier hoch. So, haben uns hier lang bewegt. Und sind an die Leiter ran und die ist runter. Damit wir jetzt wieder hier hin können. Ach, na klar. Da rutscht das so weit. Kiste zurück. So, lass die Zeit. So, das schaffen wir hier nicht hoch, ohne das, ohne irgendein Hilfsmittel oder so. Sehr geil. So. Ich weiß, ich kann aber hier schon wieder nur meine Begeisterung ausdrücken. Ich finde das total cool gemacht. So, wir haben aber dieses Rätsel immer noch nicht komplett gelöst. Noch fehlt was. Noch fehlt was. Gucken jetzt gleich mal, wenn wir das nochmal so machen, wie jetzt gleich die Situation oben ausschaut. So. Klettern wir hier hoch. Ah, na klar, okay, gut. Zack, zack, schneller, 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 schneller. Und rüber. Damit wir nicht zerquetscht werden. Jawohl, ja. Sehr cooles Rätsel. Weiter geht's. Up and down. Und mit einsteigen. Oh, da ist doch schon wieder so ein Schießgedöns, ey. Nein, andere Richtung. Genau. Geht das gar nicht höher? Okay.
Aber nicht auf mich. Besten Dank. Jetzt haben wir hier wieder Bäume, ey. Ist immer so dieser Mix. Wozu hab ich... Ah, jetzt sehe ich, wozu wir die Kiste brauchen. Ah, okay, die Kiste registriert das Ding nicht. So, zustellen. Und jetzt hochklettern. Da ist noch ein... Weiter, 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 weiter. Oh, sehr geil. Juhu. Jetzt sind wir auch dran. Yeah, das macht Spaß. So, erstmal holen wir uns jetzt die Kiste dazu. Kiste. Warte. Was war das denn jetzt schon wieder für ein Geräusch? Ist. Aber jetzt soll ich mal wieder zurückfallen. Okay, das bringt uns hier. Das klingt nach einem Vögelchen. Nicht so wirklich, wa? Den Sprung schafft's auch nicht. So. Warte mal. Ist da vielleicht noch eine Kiste hochgeflogen? Das ist ein Schmetterling. Können wir sicher an das Seil ranhängen? Ach Mist. Ich hab gehofft, wir können uns da irgendwie ranhängen. Da unten muss aber noch... War da nicht noch eine Kiste? Jetzt muss ich überlegen. Wir brauchen noch eine Kiste. Da unten war doch noch eine, oder nicht? Na, die Kiste kommt gleich runter. Weil wir werden die da unten nochmal brauchen, wenn das Schießkommando auf uns schießen möchte. So, mal zack. So. Ah. Nicht die Kiste kaputt machen. Okay. Eigentlich sowas von sicher, dass hier noch eine Kiste ist. Es ist immer so schade, wenn ein Lösungsweg, den man meint zu haben, komplett zerstört wird. Ja, brauchen wir nicht springen, das schafft man nicht. Das Ding wird nur wild auf uns schießen. Boah, voll in die Magengegend. Manchmal kann man es einfach nur probieren, wa? Probieren geht über Studieren. Ach nö. Okay. Aber das kann ich akzeptieren, dass wir das nochmal kurz machen müssen. Und zack. Und tschüssi. Okay. Müssen wir das doch wohl mit dieser einen Kiste nur anstellen. So. Ich weiß, ich bin ruhiger geworden, aber weil ich gerade einfach nur nachdenke. Wie und... Und wie und... Hier irgendwie noch was? Keine Kiste. Sehr enttäuschend. So schnell bin ich nicht.
Ich war halt voll der Überzeugung, dass man sich hier so ranschmeißen kann. Das kann man aber nicht. Alter, da muss ich doch hinkommen. Der Schmetterling zeigt uns das doch nicht umsonst an, denke ich doch mal. Ist der da jetzt hinflattert? Flatteradatsch und flatteradutsch. Bleib doch mal hier, ich will was testen. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Dann machen wir wieder hoch. Nee, erstmal runter. Also war es zu Beginn noch recht auf Überleben getrimmt und so. Als wir vor der Spinne abgehauen sind und vor diesen Menschen, die mit ihren Pfeilen auf uns geschossen haben, ist es doch jetzt mehr auf Rätsel, ist doch jetzt mehr auf die Rätsel konzentriert. Nicht schießen. Was mich jetzt an sich nicht stört. Also, das soll jetzt keine Beschwerde sein. Finde ich sogar gar nicht mal so schlecht, diesen Mix eben. Klar, zu Beginn hat man auch ein paar Rätsel, aber die waren jetzt nicht so schwer teilweise. Ach, ich. Auch wenn ich jetzt mit dieser Kiste diesen Vorsprung schaffe, ey, dann beiß ich mir in den Arsch, ey, ehrlich, ey, wenn das jetzt diese einfache Lösung ist. Dann beiß ich mir so dermaßen. Nee, das schaffe ich nicht. Oder? Nee, okay. Aber. Mensch, andere Sache. So verkehrt ist das hier gar nicht. So verkehrt ist die Kiste da nicht. Aber wie weiche ich mir denn dann dem Ding aus? So, runter. Beeilung, Beeilung. Oh, ich hab gerade ein bisschen Schiss, dass es unsere Achillessehne trifft. Wo ist die Kiste hin? Hä? Da. Ich glaube, diesen Schritt hätte man sogar als erstes machen müssen, ey. Na los, aktivieren. Ist so gerade so eine Vermutung von mir einfach nur. So. Lass unsere Kiste in Ruhe. So. Ist das eine Tür?